Hallo ihr Lieben, herzlich willkommen. Hello everybody. Welcome, glad you're here. Ja, für alle, die nicht bei der Online-Präsentation meiner Komposition Studie Nummer 3 dabei sein konnten, jetzt gibt es hier nochmal die Möglichkeit, Ausschnitte aus der Veranstaltung anzuschauen. For all those who were not present in the original online live presentation of my work study number 3, now you have here the possibility to see some excerpts of this evening. And there you, the first is the introductory lecture by Wolfgang Saus. And then there is the complete recording of the composition performed by the TVOC, the International Virtual Overtone Choir. And then in the third part, there will be some statements of the audience and questions of the audience to the to me, to the composer, or to the choir singers, or to Wolfgang. So I wish you have a lot of fun. Ja, es gibt jetzt Ausschnitte zu sehen aus der Online-Veranstaltung, und zwar unter anderem den kompletten Einführungsvortrag von Wolfgang Saus, dann die komplette Aufnahme der Komposition, die von dem virtuellen Obertonchor TVOC aufgenommen wurde, den ich speziell für diesen Zweck gegründet habe, und am Schluss gibt es noch ein paar Statements von den Zuhörern sowie Fragen an mich, an den Komponisten oder an die Chorsänger und an Wolfgang Saus. Und jetzt fangen wir an mit Wolfgangs Einführungsvortrag. Viel Spaß dabei. Kennt jemand keinen Obertongesang? Does someone do not know what overtone singing is? Can you raise your hand if you don't know what overtone singing is? So, then I don't need to do an introduction into the technique itself. Dann muss ich also nicht in die Technik selber einführen, sondern nur in die in diese Kompositionsweise mit Obertönen. So I will introduce only the way of composing with overtones and to the piece of timbre. First of all, I'm really proud of his work. Ich bin richtig stolz auf sein Werk, das er da gemacht hat, weil ich das nicht nur chorisch spannend finde, sondern er hat also den Obertongesang in einer Weise eingebunden, wie ich mir das immer gewünscht habe. It's not only interesting from the choral point of view, it's an interesting arrangement, but he also introduced overtones into like, choir singing in a way that I only wanted it, always wanted it to be. And now Timber comes with a composition of a new level, I would say. He introduced overtone singing in a way that I never heard before. Timber kommt jetzt und bringt eine Komposition, wo er Obertongesang in einer Weise einbindet, die ich vorher so noch nicht erlebt habe. One of the earliest compositions written for, well, the one composition first written for overtone singing was Stuart Hines' Sound of Forever. Die erste Komposition für polyphonen Obertongesang, die geschrieben wurde, hat Stuart Hines geschrieben mit seinem Werk Sound of Forever 2004. Und das hat er damals für den Aachener Obertonchor gemacht, von dem auch jetzt zumindest einer der Sänger hier ist. Der Ralf. Hallo Ralf. The first composition for polyphonic overtone singing in a choir was written by Stuart Hines, Sound of Forever, in 2004, and it was written for Aachen Overtone Choir. This was my first choir in my hometown, Aachen. And Stuart Hines visited us and for the first time heard that other people can sing overtones in this way. Er hatte mich damals in Aachen besucht und festgestellt, dass zum ersten Mal gehört, dass auch andere Leute polyphon Oberton singen können. Und hat dann dieses Werk geschrieben.
das laut genug? Is it loud enough? The first composition, Sound of Forever, we just heard, was the first composition demanding overtone singers for a choir. Das war die erste Komposition von Stuart Hines, die forderte, dass die Obertonsänger nach Noten Oberton singen können. Es gibt dann in den 80er Jahren solche Kompositionen von Bernard Vivancos. This is a composition by Bernard Vivancos from Spain from the 80s, and I will play it for you because it's a very special sound. Ich spiele das, weil das einen ganz speziellen Klang hat. Das Besondere an dieser Komposition ist, dass es von einem Profichor gesungen ist. Das ist der Rundfunkchor aus Lettland. Und dieser Chor besteht aus nur ausgebildeten Sängern. The special thing about this recording here is that it's a professional choir. It's a radio choir Latvia. And they are all educated professional singers. But they don't have an amplified singer's formant. And this is very typical for professional choirs. Obwohl das ausgebildete Sänger sind, haben sie keinen verstärkten Gesangsformanten. Das ist ganz typisch für professionelle Chöre, vor allem aus dem Baltikum, especially from northern countries, weil sie dadurch ihre Stimme zu einem Instrument verschmelzen. Because they then blend into one instrument, while soloists usually amplify this area here around 3,000 hertz. I show you one example of a professional singer, Fritz Wunderlich, and you see that he especially has amplified here 3,000 hertz. This is the frequency range that goes beyond the orchestra range. So if I play this here. So especially this frequency goes through the orchestra sound. And we don't want this in choir singing. We don't want one singer to come out of the sound. Beim Chor singen möchte man nicht, dass jemand herausklingt, und beim Solo-Gesang möchte man das speziell haben, dass einer rausklingt, und das geht besonders bei dieser Frequenz hier oben. Und darauf möchte ich auch hinaus bei dieser gesamten Betrachtung von Chormusik mit Obertönen.
this is what I mainly want to tell about the way of composing for choir and overtones. This is now Timber's piece. Timber's piece is written in two ways. He first writes for overtones. It starts with a normal choir sound, and you hear, you see the choir sound here, and there's a gap of sound here in this area, and here in the singer's formant. We have no energy here. We have only a few overtones of the sopranos. Let's hear this. So, das ist also ganz normaler Chorsound. Man hört hier hier oben in diesem Frequenzbereich nichts. Da ist eine Lücke und hier oben bei dem Gesangsformanten ist auch eine Lücke. Und hier sieht man ein bisschen die Obertöne von den Sopranen. Ganz normaler Chorsound. But here comes an overtone in. And this is very typical for overtone singing. It fills the gap here with quite loud sound. Das ist ganz typisch für den Obertongesang im Chor, dass er hier eine Klanglücke füllt und hier einen ziemlich lauten Sound reinbringt. Und das ist hier in einer Weise eingebaut, dass es den Klang auffüllt, also nicht als Solo-Oberton richtig rausragt. So on this place, it comes as a not as a solo overtone, but it fills up the sound of the choir, and this is quite interesting. And another place is here. This is female overtones, and they are now treated as a solo voice. Hier an dieser Stelle sind das Frauenobertöne, die an der Stelle aber jetzt solistisch eingesetzt sind, in dem gleichen Frequenzbereich, und sie treten deutlich über den Chor hinaus. Deshalb kann man jetzt diese Melodie hier auch über dem Chor sehr gut hören. Because it's in the same frequency range, you can clearly hear the overtones. But you don't exactly hear the fundamental. Man hört nicht wirklich deutlich den Grundton. It could be overtones from a male voice or from a female voice. Das könnten also Männer- oder Frauenobertöne sein. Kann man nicht so genau sagen. Und dann setzt der Gesamtchor ein. In der Komposition sind hier Obertöne ausgeschrieben, aber sie gehen jetzt, dadurch, dass der Chor auf den Vokal A wechselt, in den Gesamtklang ein und färben den Chor. In this place the choir changes to vowel A, and then this gap here is filled with a normal vowel sound, and the overtones are written here as melody, but they are not clearly to hear. But they fill up the sound and change the sound again. So it's a different treatment of overtones in this place. Well, we will hear the composition completely later, so I only go into some certain places, like here. Wir werden ja die Komposition nachher noch komplett hören, deshalb gehe ich jetzt nur auf spezielle Anteile darauf ein. Hier sieht man, wie er über die Vokale diesen Anteil der Obertöne nach und nach weiter füllt. Der Grund, warum wir da eine Lücke haben, sind tatsächlich die Vokale. You can see how Timber fills this space here by changing the vowels to more and more open vowels. And the reason why there was the gap were actually the vowels. I show you what is behind this. Here is a vowel chart, and this vowel chart usually is used on the edges. These are the vowels we use for speaking and for singing, and here is a huge gap.
between you and I. And this is the range where we sing overtones. Normalerweise werden Vokale hier am Rand gesungen und gesprochen. Und hier gibt es eine große Lücke zwischen I und U und da wird der Obertongesang gemacht. Wenn ich jetzt hier mal entlang gehe, dann sieht man an der linken Seite hier die Resonanz rauf und runter wandern, genau in dem Bereich, wo diese Obertöne liegen. Also hier dieser, wo sonst die Lücke ist. Wenn man aber zum A rüber geht, zu diesen ganz hellen Vokalen, dann wird hier auf einmal aufgefüllt. If you change the vowel to these very bright vowels, A, then you actually fill up this gap of sound here. And in this way, he played with a blend of overtones and vowels. In dieser Weise hat er gespielt mit der Mischung von Vokalklang und Obertönen. Also einmal Klangfarbenänderung und einmal solistische Obertöne. So in one time he blended sound color from overtones into the sound of the choir and sometimes he played with solo overtone singing voice. And then here you can hear the female solo overtones in exactly the same range as the male overtones here. And this shows that female and male overtones are actually in the same range. They go in this frequency range from C4, D4, maximum E4 maybe. And they're exactly the same in female and male voices, only the sound source is different. Hier sieht man, dass Männer und Frauen über Obertöne eigentlich komplett im gleichen Bereich liegen. Der einzige Unterschied ist, dass die Schallquelle bei den Männern etwas tiefer liegt und deshalb die Obertöne hier in dem Bereich dichter sind. Aber wir hören uns die beiden Stellen mal an. And now male voice. Okay, and this tone is only possible for a male voice. Dieser Oberton, der kann von der Frauenstimme dann in der oberen Lage nicht mehr gesungen werden, weil die Obertöne hier dichter sind. Ja, und die Gesamtkomposition enthält einfach wunderbare Anteile in den unteren Stimmen. Also einen schönen Chorsatz, wie ich finde. Mir gefällt er sehr gut. Aber dazu eben diese speziellen Effekte. Und dann hier ganz am Schluss dann eben einen richtigen Akkord von Obertönen. So, dass am Schluss eben das gesamte Spektrum von Obertongesang und Chor ausgeschöpft wird. Wir haben einen Chor an Obertönen und wir haben einen Chor von Grundtönen. So, in the last part, he uses the full range of possibilities. He has a special choir of overtones and a special choir of fundamental tones. Okay, this was my introduction. Ja, vielen Dank, Wolfgang. Das war sehr interessant. Für mich auch nochmal das aus deiner Warte, also die verschiedenen Aspekte zu hören. Und mit dem geschichtlichen Abriss. Vielen Dank. Dann würde ich sagen, wir hören uns jetzt die Originalaufnahme an. Und ein Wort möchte ich noch sagen zu dem Video. Ich habe ein Video dazu erstellt. Das war so ein bisschen, es ist nicht so arg ernst zu nehmen. Es ist einfach ein bisschen ein Spaß, das Video. Und ich weiß nicht genau, ob das auch ein bisschen vielleicht ablenkt von der Musik. Also ihr könnt selber entscheiden, ob ihr das Video anguckt oder ob ihr es unsichtbar macht, ob ihr die Augen schließt oder so. Also es geht mir jetzt nicht so sehr um das Video,
sondern es geht mir mehr um die Musik. Und wenn ihr könnt auch jetzt erstmal das Video wegmachen und das Bild verklein machen und nur zuhören. Und ich lasse diesen Link noch online für heute Abend die ganze Nacht. Dann könnt ihr auch noch ein zweites Mal reingucken und dann mit das Video anhören.
Ja, vielen Dank fürs Anhören. So, jetzt möchte ich euch nochmal die Gelegenheit geben, wer etwas mitteilen möchte oder wer noch eine Frage hat. Ihr könnt Fragen stellen an mich oder an den Wolfgang oder an die Chorsänger, die mitgesungen haben. Als Rückmeldung, super schönes Stück Timba. Was ich so toll finde, ist, dass es wahnsinnig abwechslungsreich ist, in dem, wie es zusammengesetzt ist, und dann eben dieses Element mit der wiedererkennbaren Melodie, die sich dann wiederholt in diesen vielen verschiedenen Teilen, wie es aufgebaut ist. Das finde ich total toll, weil man sich dann in den Klang reingeben kann, sich darin wohlfühlt, weil es bekannt ist und trotzdem immer wieder was Neues passiert. Ja, danke schön. Ja, Timba, ich möchte mich bei dir bedanken, dass du sowas Verrücktes in Angriff genommen hast. Und das hat sich ja auf alle Fälle gelohnt und ist wunderbar geworden. Und mir hat es auch sehr viel Spaß gemacht, damit zu machen. Das war zwar viel aufwendiger, als ich es mir vorgestellt hatte erst, aber das ist dir ja wahrscheinlich auch so gegangen. Absolut, ja. Ja, also wirklich toll. Ja, danke dir fürs Mitmachen, Barbara. Gerne. Barbara hat die Oberton, die Frauenobertöne gesungen und die Altstimme gesungen. Gut, gibt es sonst noch Meldungen? Timber, das Werk ist große Klasse. Ich habe da Riesenspaß dran gehabt. Ich habe mit Wolfgang vorher gesprochen. Ich bin ja ahnungsloser Neuling und Frischling. Deswegen ist das für mich wie ein kleiner Bub auf Weihnachten und so. Wow, was gibt's da? Große Klasse. Es hat wirklich Spaß gemacht. Und die Frage ist an dich: Bastelst du da noch weiter dran? Das heißt, sollte ich noch mal eine irgendwie geartete Aufnahme dazu machen oder fertig bringen, bastelst du weiter oder ist das jetzt abgeschlossen? Ja, sehr gute Frage. Für mich ist es noch ein Work in Progress. Das heißt, ich nehme noch Einsendungen an. Also von dir gerne, Michael, oder auch von anderen, die noch mitmachen möchten. Meldet euch, wenn ihr noch eine Aufnahme machen möchtet bei mir und dann klären wir das. Sehr schön. Vielen Dank. Vielen Dank fürs Mitsingen. Ich möchte auch Ja, noch ich. gerne gratulieren dazu. Und ich habe mir ja wirklich, ich kenne mich ja gar nicht aus damit, ne? Also ich weiß ja natürlich, was Obertongesang ist. Und also es war das erste Mal, dass ich mir so eine Komposition angehört habe. Du hast mir ja damals gesagt, dass du das vorhast. Und so ganz das erste Notenblatt habe ich gesehen. Und ich finde es so spannend, was da draus geworden ist. Und es war absolut kurzweilig. Es war vorbei und ich dachte so: Was, warum? Es ist jetzt schon vorbei. Also ich habe gedacht, es kann jetzt noch gar nicht vorbei sein. Also da muss auf jeden Fall irgendwie noch weiter dran basteln. So als Input. Dankeschön, Tatjana. Also mir haben vor allem die Harmonien gefallen, die so vielfältig waren, und also da konnte ich ganz drin aufgehen. Ich konnte aber das ganze Stück gar nicht in der Kürze so begreifen. Also ich denke, ich muss das noch einige Male anhören, um da wirklich so einzutauchen, dass es noch näher kommt. Und ja, also von mir aus hätte das Stück noch wesentlich länger gehen können, dass man so richtig da reinkommt. Mich interessiert, wie es dir gegangen ist, dass das jetzt ein Online-Projekt war, weil ja so diese persönlichen Begegnungen fehlen. Und wie ist es den Sängern ergangen? Ist ja was anderes, als wenn man sich zur Chorprobe trifft. Ja? Ja, vielleicht mag eine oder einer von den Sängern was dazu sagen. Ja. Also mir hat es auf der einen Seite Spaß gemacht, das mal mit dem Mikro auszuprobieren und auch da zu hören und zu spielen damit und sich immer wieder anzuhören und zu sehen, wie ich da selber viel lernen kann, indem ich mich auch immer wieder höre und ausprobiere. Und was mir natürlich schon gefehlt hat, ist der Austausch mit den anderen Sängern und auch natürlich diese Gemeinschaft oder dass dann der Chorleiter halt sagt, wie er es haben möchte und dann probiert man das gemeinsam aus. Also dieses Gemeinsam ist natürlich, fällt weg. Das fand ich ja sehr schade. Und aber das andere war auch eine spannende Erfahrung, jetzt das Einsingen über das Mikro und wollte ich jetzt auch nicht missen, fand ich jetzt auch mal eine tolle Sache. Ich muss euch ein Riesenkompliment machen. Es war ein solcher Genuss, das anzuhören.
das war einfach nur richtig rund und toll. Und ich bin überrascht und erfreut, was daraus geworden ist und wie spannend und interessant es auch ist. Also es ist nicht nur so, dass der Klang einfach einen erfüllt. Und es ist ein großer Klang und so. Aber es passiert auch ganz viel. Von daher meine beiden Hirnhälften, ich habe ja mindestens zwei, die waren also beide beschäftigt und beide glücklich. Also ich bedanke mich. Ich bin richtig, richtig froh drüber. Ja, danke schön. Dann sage ich auch noch was zu deiner Frage, Iris. Diese Möglichkeit, das online zu machen, das war so einerseits eine Herausforderung, andererseits auch eine große Chance, weil es auch gar nicht so einfach ist, auch live gar nicht so einfach ist, erstmal die Leute zusammenzukriegen, die sowas singen können, vor allem auch obertontechnisch. Weil es sind ja nach wie vor gibt sehr wenig Sänger, die sich da wirklich so tief mit befasst haben, dass sie auch Obertöne von Noten singen können. Die Schwierigkeit war natürlich tatsächlich, dass ich nicht mit den Leuten proben konnte und irgendwie meine Klangvorstellung in dieses Stück reinzukriegen, ohne jetzt eine live direkte Probe mit direktem Feedback sozusagen zu können. Jetzt singt alle mal den Vokal anders oder. Und dieses, was der Wolfgang bei der Einführung da sehr schön rausgearbeitet hat mit den Vokalen, es ist auch wirklich eine große Herausforderung gewesen bei dem Stück, dass irgendwie ich schaffen musste, dass die Sänger die Vokale so singen, wie ich sie mir vorgestellt habe. Und zwar ist es so, dass, wenn ich es richtig verstanden habe, im klassischen Gesang es auch darum geht, dass die Unterschiede der Vokale nicht zu extrem sein sollen, sondern dass sie die Vokale eigentlich eher näher beieinander liegen, damit es nicht so große Wechsel in der Klangfarbe gibt, wenn man ein Wort ausspricht, wo verschiedene Vokale vorkommen. Und bei meinem Stück sind die Vokale ja gezielt als Klangfarbe angelegt und da möchte ich möchte quasi die ganze Extreme der möglichen Vokale nutzen. Und das war so ein bisschen, wo ich auch gemerkt habe, dass es da, je nachdem, was die Sänger für einen Hintergrund haben, ist nicht so leicht war, das so rauszuarbeiten. Und genau, und die Chance ist halt bei so einem verteilten Projekt, dass man wirklich auch einfach auf Sänger zusammenkommen kann mit Sängern, die auch weiter weg wohnen und es einfach dann von dieser Hürde halt wegfällt, dass man jetzt sich treffen muss, um miteinander zu proben und mit aufzunehmen. Und was auch interessant ist, ich habe für jede Stimme, die ich bekommen habe, habe ich circa 3 Stunden noch dran gearbeitet. Also jede einzelne Stimme, die mir geschickt wurde, habe ich ungefähr 3 Stunden bearbeitet, bis sie so in dem so reingepasst hat, wie es jetzt ist. Für mich war es einfach auch eine ganz neue Erfahrung und habe viel dabei gelernt. Und ich bin auf jeden Fall ganz glücklich, dass die Komposition jetzt sich manifestiert hat als hörbares Werk, weil das ist einfach ein Wunsch von mir, wirklich Musik zu erschaffen, die dann existiert als Aufnahme. Das ist irgendwie, ja, ist mir wichtig. Ich wollte noch was sagen zum Stück, weil du da vorhin am Anfang gefragt hast. Also ja. Mir hat es sehr gut gefallen, mich hat es sehr berührt. Auch die Melodie, die da sich durchzieht, die berührt mich sehr. Ich war auch nach den 7 Minuten irgendwie überrascht, dass es schon rum ist. Also es gab so abenteuerliche Klangfarben da drinnen an ein paar einzelnen Stellen, wo ich gedacht habe, schade, dass die nicht mehr Raum haben, weil allein aus der Art von Klangfarben könnte man schon wieder, also was völlig anderes machen, was nicht so, sagen wir mal, in so einem kompakten Stück sich in so Melodien reinzwängt, wo ich dann denke, dieser Sound, der ist so unglaublich. Schade, dass der nur 2 Sekunden Zeit hat, weil der könnte eigentlich, also richtig lang ausgelotet werden und ausgekostet werden. Also mein Wunsch an dich wäre, schreib doch mal noch ein Stück, was ganz, ganz langsame, fließende Musik ist. Und diese, also es gab eine,
also einen völlig abenteuerlichen Sound, so ungefähr in der Mitte, wo das war so, der ganze Chor hat sowas zwischen E und I, also nah an I gesungen. Und das waren so viele Töne, das kann man nicht erfassen innerhalb von 2 Sekunden. Also ich will jetzt gar nichts Negatives über das Stück sagen, das ist super, so wie es ist, aber es eröffnet sozusagen noch ein Universum, das es außerdem auch noch geben könnte, finde ich. Hm. Ja, ich denke auch, da gibt es noch Möglichkeiten, da weiter zu forschen und zu komponieren, was es dann noch ausgehend von dem noch möglich ist. Timber, wo ist denn Studie 1 und Studie 2? Diese Studien ist so, das sind im Prinzip kurze Obertonmelodien, die ich irgendwann mal improvisiert habe und dann mit dem Handy festgehalten habe oder aufgezeichnet habe. Und da habe ich so eine Sammlung gemacht bei mir im Computer und ab und zu gucke ich die mal durch und schaue, ob ich welche von diesen kurzen Skizzen mich dann zu einem größeren Werk inspiriert. Also es gibt Studie 13 und 14 mittlerweile ja schon, habe ich ja letztes Mal präsentiert, bei der letzten Präsentation im Sommer. Es ist als Quartett, 4 Obertonsängern gesungen. Dann gibt es Studie Nummer 16, ist auch schon fertig, oder ist es 17, ich weiß nicht genau. Auch in Quartett mit Sopran, Alt, Tenor, Bass, wobei nur der Bass Obertöne singt und die anderen Stimmen singen wir normal. Das habe ich auch schon aufgenommen, ist auch schon fertig. Ich fand es toll, die verschiedenen Teile und wie die miteinander verwoben sind. Aber für mich persönlich haben sie zu schnell gewechselt. Zum Beispiel war gegen Ende ein total irisierender Oberton, der stand da eine Weile. Und das fand ich magisch. Ja, das war echt ein anderer Sound. Und es war schön, dass der mal lang war. Was mich noch interessieren würde, ist, wie notiert man diese Vokale? Also die Feinheiten in Vokalunterschieden, gibt es eine Variante, die aufzuschreiben? Oder kannst du das nur den Leuten immer vormachen? Das ist eine sehr gute Frage. Theoretisch gibt es die Möglichkeiten auch, man könnte Zahlen dazu schreiben, die Obertöne markieren, die durch den Vokal verstärkt werden. Habe ich jetzt bei dem Stück nicht gemacht, weil es da noch eigentlich noch keine Sänger gibt, die das wirklich verstehen und umsetzen können. Aber das wäre eigentlich eine Möglichkeit. Oder Wolfgang, hast du dazu noch was? Kannst du dazu was sagen? Yes, ich habe ja diese Gesangsphonetik entwickelt, die ganz genaue Darstellung von Vokalfarben ermöglicht. Aber du hast recht, das beherrschen noch nicht viele Sänger. Aber die Tools dafür sind alle vorhanden. Ich kann das ja nochmal kurz einblenden. Man sieht den Zusammenhang zwischen ganz genauer Klangfarbe eines Vokals, auch in Details hier dazwischen, als Resonanzfrequenzen hier. Und es gibt eben Techniken, die aus dem Obertongesang kommen, mit denen man lernen kann, diese Resonanzen genau einzustellen. Und damit sind alle Vokale exakt reproduzierbar. Und speziell beim Gesang sucht man dann Vokale aus, die genau den Obertönen entsprechen, die also so angelegt sind, dass ein Ton so getroffen wird, dass die Resonanzen genau auf Teiltönen dieses Tons liegen. Und dafür gibt es dann dieses Schema. Und ich arbeite daran, dass man das zu einer neuen Art von Notation für Feintuning von Vokalen verwendet. Aber das wird noch ein bisschen Arbeit sein, weil ich ja nicht akademisch angebunden bin und entsprechend viel Aufwand betreiben muss, damit mir zugehört wird. Aber es ist, denke ich mal, revolutionär, weil es die Möglichkeit gibt, jetzt endlich das zu verwirklichen, was der Arnold Schönberg 1911 mal als Vision in seiner Harmonielehre geschrieben hat. Die Melodie der Klangfarbe wird damit ermöglicht. Man kann Klangfarbe wie eine Melodie notieren. Short translation into English. This
vowel chart can be divided into sections where resonances meet overtones, and in this way you can exactly reproduce a vowel. And I'm working on distributing this knowledge among singers to make it possible to match exact positions of its of a sound color. And there are techniques derived from overtone singing that make singers able to exactly match overtones in a situation, so you can really reproduce any kind of sound in this vowel chart. Und wie kann man das notieren dann? Was wäre dein Vorschlag? Ja, mein Vorschlag ist, man nimmt ein Vokalzeichen aus der klassischen, aus dem klassischen IPR, dieser International Phonetic Alphabet, und schreibt dann die Resonanztöne dazu. Ich würde es als Töne notieren, nicht als Frequenzen, damit Musiker lesen können. Man kann es auch einfach als Zweiklang da rein notieren. Und mit Obertonzahlen wäre es nicht praktisch, auch zu arbeiten? Wenn man genaue Obertonen haben will, aber man kann ja auch Vokale wählen, wo ein Oberton nicht getroffen wird, ein anderer wird getroffen. Um frei zu sein, würde ich einfach die Tonhöhe angeben. So if you want to write down this technique, then I would choose IPA vowel signs, classical vowel signs, and then additionally write the note of the resonance frequency. But not as a frequency, but as a note so that musicians can read it. Ja, da müssen wir mal gucken, wie sich das entwickelt, wie wir da weiter mit umgehen können. Genau, nochmal der Hinweis auch, dass wir freuen uns auch über Spenden, wenn jemand da einen Wunsch hat, was zu geben. Ich habe die Möglichkeiten ja in die E-Mail geschrieben, wo der Zugangslink drin war. Da steht meine PayPal-Adresse drin und meine Bankverbindung. Und ja, ist auch nochmal von meiner Seite nochmal ein ganz großes Dankeschön an alle, die das Projekt ermöglicht haben, durch verschiedene, also alle, die mitgesungen haben natürlich und auch alle, die am Anfang bei der Gründungsphase von dem Chor dabei waren und auch wenn sie nachher keine Aufnahme eingeschickt hat, es war einfach unglaublich toll, wo ich im August dieses Projekt gestartet habe. Das war eine riesen, eine Welle von Begeisterung und das war einfach total gut. Also jeder, der da am Anfang dabei war, auch wenn er nachher keine Aufnahme eingeschickt hat, das war trotzdem einfach, ihr habt diese Energie mit ins angeschoben. Ja, ihr habt alle, die da waren, die haben irgendwie diese Begeisterung geteilt und dadurch ist das Projekt ins Rollen gekommen. Wenn da am Anfang nur 4 Leute sich gemeldet hätten, so, dann hätte ich es vielleicht auch einfach, wäre es vielleicht im Sande verlaufen. Und das finde ich immer auch ganz schön zu sehen, was dann jeder für eine Rolle spielt, auch wenn man denkt, naja, was haben die schon gemacht oder so. Aber ich finde, es ist ganz wichtig, dass einfach da so eine Energie entsteht und Leute Interesse zeigen und ja, vielen Dank. Und danke auch an Wolfgang natürlich. Du hast natürlich einen ganz großen Anteil daran und ich habe das mit allem, was du machst, dass sowas entstehen kann. Und ich habe das, glaube ich, noch gar nicht so offiziell gesagt, dass das Stück dir gewidmet ist, Wolfgang. Mhm. Danke. Das, ich wollte dir jetzt auch jetzt gerade im Zuge von dieser Aktion, wollte ich dir nicht sagen, damit du unbefangen deine Einführung machen kannst, aber das ist eigentlich schon vor 2 Jahren, wo ich es geschrieben habe, habe ich es schon dir gewidmet, heimlich. Und deshalb auch das mit dem fliegenden Teppich. Try the Magic Carpet habe ich es ja genannt. Und zwar, weil Wolfgang hatte eine Zeit lang immer Probleme gehabt mit seinen Reisen mit dem Zug und war immer irgendwie, hatte immer Schwierigkeiten gehabt, irgendwie pünktlich anzukommen oder überhaupt anzukommen. Und dann habe ich gedacht, er sollte vielleicht mal versuchen, anstatt mit dem Zug mit dem fliegenden Teppich zu reisen.
Es hat mir sehr viel Spaß gemacht, mitzumachen. Und für mich kam dieses Projekt zum perfekten Zeitpunkt, genau als ich mich intensiver mit Obertönen befassen wollte. Und ja, ich möchte einfach dir und allen, die mitgemacht haben, Danke sagen, dass ihr so etwas und du so etwas ermöglicht haben. Und ich weiß, es ist sehr, sehr viel Arbeit. Ich fand nur schon, eben für die Sänger war es viel Arbeit. Und wir haben auch viel irgendwie diskutiert und geschrieben und telefoniert. Und ich denke, wenn du das mit jeder Person, die mitgesungen hat, gemacht hast, war das wirklich extrem viel Aufwand. Und einfach vielen Dank für das. Ja, danke dir, Laura, auch. Das war ganz... Ich habe nicht mit allen so viel... Ich habe dich da auch sehr gefordert oder was... Ja, oder also... Und es war sehr schön, dass du da auch so begeistert und so motiviert dabei warst. Laura hat die für die Altstimme die Pilotspur aufgenommen. Timbal, I would like to also say a few words. Yes. I would like to thank you. That I was able to take part in this project that you invited me to sing. It was very interesting piece, and I'm very happy that I could sing the soprano part. The harmony is very complex, very, very well written, and all the overtones, the melodies, it's really mesmerizing. So congratulations for your work, and I'm happy to be part of it. Thank you, Paulina. I was also very happy to have you in the team. Ja, Paulina hat die Sopran-Pilotspur auch aufgenommen. Wir haben auch sehr, sehr intensiv miteinander gearbeitet. As we were working very intensive also together, and we had a few Skype calls, and I asked her to do one part again, and then another part again, and so it was very, very good cooperation. Ja, dann verabschiede ich mich von euch. Ja, es hat mir unglaublich viel Spaß gemacht heute Abend mit euch allen. Und es ist so ein kleiner Trost dafür, dass wir keine Konzerte machen können. Und es ist wundervoll auch, dass dann so viele Menschen kommen können hier. Ich denke, wir nutzen das auf eine ganz wundervolle Weise auch, die jetzige Situation, in der wir solche Sachen machen und auch Leute zusammenbringen, die sonst auch nicht so leicht zu einem Konzert zusammenbringen können, aufgrund der Entfernungen. Und ja, ganz schön. Ich danke euch allen, dass ihr dabei wart. Und wie gesagt, hört euch das Stück nochmal an, wenn ihr mögt. Und wer noch nicht hat, der kann noch meinen Newsletter abonnieren, falls es wieder mal so eine Veranstaltung gibt. Oder ein Hinweis auch noch für diejenigen, falls jetzt jemand Lust bekommen hat, Obertöne zu lernen. Am 5. Januar starte ich einen Kurs über Skype, also über online halt auch, oder Zoom. Der geht 3 Abende, jeweils mit einem Abstand von einer Woche. Also sind dann so 2 Stunden am Abend und das in 3-mal hintereinander im Abstand von einer Woche. Und das ist für einen Anfängerkurs. Ja, schön. Vielen Dank nochmal an alle Mitwirkenden und Wolfgang für deinen Einführungsvortrag. Dann wünsche ich euch noch einen schönen Rest vom 4. Advent, ein ganz wundervolles Weihnachtsfest und einen guten Rutsch und viel Spaß noch mit Musik und Klang und Gesang und Obertönen. Danke, ciao. Tschüss. Ciao. Tschüss, danke.